Niklas ist der Name des Mannes, der heute die Medien bestimmt hat. Und das ist kein Fußballer, sondern ein Sturmtief. Trotzdem wird heute gespielt und damit herzlich willkommen zum Derby zwischen dem KSV Hessen-Kassel und dem KSV Bornatal hier aus dem nassen, windigen Aue-Stadion. Und wir gucken uns mal an, welche von beiden Mannschaften besser mit den Wetterbedingungen klarkommt. Ja, Matthias Mink, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg. 1:0 war ein hartes Stück Arbeit, oder? Ja, auch Arbeitssiege sind schön und letztlich war es sicherlich auch gerade in der zweiten Halbzeit dann extrem schwer für uns, weil fing an zu regnen, der Wind kam aus der falschen Richtung, der Gegner hat alles gegeben, hat alles in die Waagschale geworfen und wir gewinnen keine Spiele im Vorbeigehen. Das muss man ganz klar so sehen und deswegen freuen wir uns, dass wir hier 1:0 gewonnen haben und einen weiteren Dreier eingefahren haben. Wenn wir uns die vergangenen Wochen jetzt ja mittlerweile schon angucken, ich denke, besser könnte es zurzeit gar nicht laufen für den KSV, oder? Wir wollen logischerweise nicht unken, wenn du so viele Spiele zu Null spielst und dann letztlich vorne auch Tore machst, wie das heute auch wieder der Fall war, dann ist das überragend. Und ich glaube, dass sich die Mannschaft im Rahmen der Wintervorbereitung extremst verdient hat. Ja, Tobi Becker, 1:0, war ein Arbeitssieg heute, hat der Trainer gesagt, kannst du so unterschreiben, denke ich. Ja, kann ich unterschreiben und doppelt unterstreichen. Also ich denke, man hat es gesehen, Platzverhältnisse waren schwierig, Wetterverhältnisse auch noch. Und ja, Baunatal hatte nichts zu verlieren, hat es uns auch schwer gemacht. Und wir haben halt einmal die Chance genutzt, hatten auch ein bisschen Glück. Aber ich denke, im Endeffekt haben wir uns reingehauen und das auch verdient gewonnen. Welchen Schalter hat denn der KSV vor einigen Wochen umgelegt, dass es jetzt zurzeit so gut läuft? Ja, was heißt Schalter umgelegt? Also wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet, hatten aber in den ersten Spielen nach der Vorbereitung nicht das Quäntchen Glück oder die Qualität, vorne ein Tor zu machen. Und jetzt machen wir die Tore, stehen hinten relativ sicher, haben auch ein bisschen Glück und deswegen kommen die Ergebnisse zustande. Ja, natürlich ist es ein gutes Gefühl, im Derby natürlich dann das entscheidende Tor zu schießen, aber letztendlich zählt die Mannschaftsleistung und heute haben wir wieder alle 100% gegeben und damit auch verdient gewonnen. Das ist ein Derby und wir wussten, dass Baunatal über Zweikampfhärte kommt und auch über Teamleistung und das war uns bewusst, dass das ein schweres Spiel wird. Also ich bleib da voll cool, ich spiele mein Spiel weiter, so wie ich schon immer gespielt habe und hoffe natürlich, dass jetzt noch ein paar Tore folgen werden. Ja, 1:0 gewinnen die Löwen gegen den KSV Bornatal vor 3.400 Zuschauern bei teils widrigsten Bedingungen durch ein Tor von Mike Feigenspann. Damit geht der Aufwärtstrend der Löwen nahtlos weiter und wir sehen uns irgendwann wieder zum nächsten Löwen TV. Bis dahin sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und wie immer bleiben Sie sportlich.